Que pasa, Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. So triffst du deine Muskeln richtig. Heute Kurzhantel Curls auf der Schrägbank. Für diese Übung gilt auch wie für die Brustübung, die wir machen. Das ist eine Übung, die Anni normalerweise nicht macht. Deswegen auch hier wieder sehr, sehr gut. Das ist quasi, als würde man das jemandem von vorne zeigen, einem Anfänger zeigen. Und das ist eigentlich immer sehr, sehr nützlich. Wir verschwenden hier gar nicht so viel Zeit damit. Das werde ich mit der Zeit oder in der Übung dann einbauen, euch erklären, wie man es nicht machen soll. Das wird sich hier gleich erübrigen. Sondern ich erkläre euch jetzt, wie ihr Schritt für Schritt auf einer Schrägbank den Bizeps so isolieren könnt, dass ihr eure Gewichte wahrscheinlich halbieren müsst und euren Muskel so noch nie gespürt habt. Und damit fangen wir jetzt an. Zunächst mal stellt ihr euch die Schrägbank ein. Wir brauchen hierfür keine 45 Grad. Es sind so ein, zwei weiter oben. Macht es nach Gefühl. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine kleine Neigung drin. Das sieht man jetzt sehr, sehr gut. Wie isolieren wir jetzt den Muskel? Erster Schritt. Wir lehnen uns zurück auf die Bank. Wir wollen den Bizeps einzeltreffen. Das heißt, wir müssen wieder mal das Schultergelenk und die Schulter an sich wegisolieren. Dafür ziehen wir die Schulterblätter hinten fest zusammen, bilden eine Art Hohlkreuz und haben erst wieder nach den Schulterblättern, die sich gegen die Bank pressen, mit dem Po-Kontakt zur Bank. Wir lassen die Arme seitlich runterhängen, Hanteln in der Hand, Schultern weiter zurückgezogen. Der Oberarm bleibt völlig steif, die Ellbogen drücken wir eng an die Bank. Als nächstes nehmen wir die Beine vorne so weit wie möglich zusammen, denn wir müssen bei der Rotation an ihnen vorbeikommen und die sind oft im Weg. Jetzt passiert Folgendes. Schlicht und einfach aus dieser Position mit all dieser Spannung heraus und die Ellbogen bleiben eng, der Oberarm bewegt sich an sich gar nicht, wird jetzt der Unterarm eine Rotation vornehmen, die er sofort startet und die quasi nicht nach oben, sondern mehr nach außen geht. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Auf dem Weg nach unten neutralisieren wir die Rotation wieder. Wir dürfen nach unten ruhig richtig lang machen. Nach oben wollen wir eher nach außen und gar nicht so weit nach oben. Das heißt, wir haben quasi das Ende erreicht, wenn die Hand voll eingedreht ist, der Ellbogen eng am Körper ist und wir leicht über der Hälfte sind. Was jetzt bei ihr sehr schön sichtbar war, das hätte man vielleicht sogar ein bisschen eingrenzen müssen. Sie kommt so weit raus, dass wir den Bizeps fast wieder verlieren. Ich zeige euch kurz, wie das bei mir aussehen würde. Ich gehe alle Schritte durch, ich lehne mich hin, Schulterblätter zurück, Arme hängen, feste Spannung, Ellbogen bleiben eng am Körper, Beine zusammen. Ich starte sofort unten, das ist das Erste, was ich tue, die Rotation. Damit bewege ich mich nach oben. In diesem Zug wandern meine Unterarme gefühlt nach außen, meine Schulter bleibt zurückgezogen, die Ellbogen bleiben eng am Körper. Ich habe hier die volle Kontraktion, ich muss nicht hier hin. Hier ist keine Kontraktion mehr. Eingedreht. Neutralisieren, eindrehen, neutralisieren. Schulterblätter bleiben zurückgezogen, Ellbogen bleiben eng am Körper. Der Unterarm dreht sich nach oben. Im besten Fall bewegt sich der Oberarm so gut wie gar nicht mit. Je weniger sich der Oberarm mitbewegt, desto mehr kannst du den Bizeps treffen. Das Ganze geht selbstverständlich auch ohne Eindrehen. Wenn du jetzt nur den inneren Kopf treffen möchtest, neigst du die Unterarme nach außen und curlst komplett nur für den inneren Kopf, der die dicke Kugel ausmacht. In der Rotation hast du die Chance, den Bizeps komplett zu erwischen. Probier es aus. Wie gesagt, Schulterblätter zurück, Oberarme hängen lassen, Ellbogen eng am Körper, Rotation früh starten, Curl nicht zu sehr nach oben, versuch dich etwas rauszudrehen mit dem Unterarm, um den Bizeps wirklich voll zu involvieren. Dann ist auch früh Schluss. Du kommst dann meistens gar nicht bis hier, da hast du auch nicht wirklich was verloren. Das sind insgesamt die Richtlinien, die du brauchst, um den Bizeps gut zu treffen. Was geht schief? Warum fallen dir Gewichte irgendwann immer leichter? Ganz einfach. Je mehr du den Oberarm involvierst, desto weniger triffst du den Bizeps isoliert. Und dann kannst du natürlich viel Gewicht bewegen. Je mehr die Schulter mit nach vorn kommt, desto weniger Bizeps trainierst du.
Genau deswegen kannst du plötzlich viel Gewicht bewegen. Je mehr du stehst und deinen Oberkörper mitnimmst, desto mehr Gewicht kannst du bewegen. Aber umso weniger triffst du wie immer den Muskel. Deswegen sollte dein Bestreben sein, dass du den Oberarm fixiert hältst und mit dem Unterarm die Flexion vornimmst. So geht der Hebel von hier auf den Bizeps. So, im Endeffekt war es das schon wieder. Du freust dich auf Bizepsmuskelkater. Oh ja. Und ansonsten, ihr merkt irgendwie, mich hat es auch geschafft. Aber macht's gerne nach, schreibt es in die Kommentare, wie es sich für euch anfühlt. Wenn ihr noch mehr solcher Übungen erklärt haben wollt, schreibt es auch in die Kommentare, machen wir natürlich gerne. Und ansonsten lasst ein Abo auf dem Kanal da. Wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding.